bin ich dran? Wer ist dran? Erstmal danke an Occupy Würzburg. Hattest du dich jetzt auch gleichzeitig da verabschiedet? So quasi, ja. Also vorbehaltlich mal. Ich höre noch ein bisschen rein, mache mich aber mal abflugbereit. Okay, vielen Dank. Ja, danke auch an euch alle und haltet die Ohren steif und bleibt diplomatisch. Das alles andere bringt nichts. Ja, da sind wir alle. Steife Ohren bringen was? Wer ist denn jetzt dran? Ralf ist dran. Oder Bonn. Hattest du einen Einwand schon gehabt? Nee, alles klar. Ich wollte in die Runde werfen, dass wir in dem Titan-Pad, dass wir, ich poste den Link nochmal gerade, dass da schon ein regelmäßiger Termin beschrieben ist, der anscheinend stand. Da steht Mittwochs 20 Uhr Online-Konferenz Deutschland bei, Samstag 20 Uhr Online-Konferenz international. Wenn das doch schon so da drin ist, warum diskutieren wir hier noch über einen Termin? Das ist doch dann schon irgendwie mal beschlossen worden, dann halten wir es doch dran. Das ist schon dokumentiert alles. Warum bleiben wir nicht einfach dabei? Jo, dann Paulette einmal und dann Ralf mit den X weiter. Also das fand ich jetzt mal was ganz Konstruktives, denn das fiel mir schon beim Orga-Treffen vor Ort auch auf hier. Es gibt solche Konferenzen schon. Wir haben auf Teamspeak ja auch eine, immer am Montag, wo auch Würzburg und alle oft da sind und so weiter und so weiter. Genau, also solche festen Sachen schon einfach mal greifen, da muss man keinen neuen Termin finden. Super gute Idee, super Zustimmung von mir. Fände Mittwoch genau da abends auch klasse, dann kann hier Occupy Berlin vor Ort eben für das Live-Treffen einen anderen Tag finden. Das ist ja auch möglich. Das finde ich einen sehr, sehr guten Vorschlag. Zweite fand ich jetzt von Occupy Würzburg, der gerade raus ist leider, dem wollte ich nochmal zustimmen. Sehr, sehr klasse. Das ist auch mein Reden. Deswegen möchte ich auch, dass Berlin sich aus diesem Pushen zurückzieht. Hier ist zu viel vor Ort. Berlin ist nicht energetisch nicht in der Lage, irgendwie hier den großen Max zu machen gerade. Das stört mich komplett. Und das sind nicht nur persönliche Sachen, sondern das sind interne und politische Auseinandersetzungen letztendlich, die geführt werden müssen. Und nicht irgendwie mir passende Nase von jemandem nicht. Dagegen verwehre ich mich, aus dem Alter bin ich raus. Es geht mir um politische Inhalte, die hier nicht stimmen. Von Occupy Berlin. So, und das finde ich, das wollte ich noch mal sagen. Danke. So, also ich bin ja jetzt in der Moderatortätigkeit. So, und in der Moderatortätigkeit würde ich dann schon gerne diese Thematiken abschließen. Ich habe es vernommen, wir haben jetzt noch ein X gehabt, wir haben auch von den Ralf und wir haben auch noch Einwände gehabt. Wenn diese Sachen jetzt wirklich noch damit zu tun haben, für die Orts- und Zeitfindung des Treffens, weil das würde ich jetzt schon gerne abschließen irgendwie, können wir das gerne weitermachen. Aber wir müssen da irgendwie schon zum Punkt kommen. Also wenn das jetzt nichts mehr zu tun hat mit der Orts- oder Zeitfindung, das Vernetzungstreffen, da sind wir uns ja auch alle einig, das machen wir. Das müssen wir tun und da müssen wir irgendwo hinkommen. Aber wenn das jetzt nichts mehr Inhaltliches ist für diese Thematik, würde ich dann schon gerne das beenden und dann einen Termin finden für die nächste Vernetzung hier. Ja. Okay, aber machen wir weiter mit den Einwänden. Martin hat einen Einwand gehabt und dann geht's weiter mit den Xen. Also ich wollte noch mal ganz kurz dazu sagen, diese Online-Konferenzen, die fanden früher statt. Die finden nicht mehr statt. Ja, also das sind alte Zeiten, die stehen noch in den Pads drin. Ich war da früher auch selber dabei. Vielleicht war der ein oder andere von euch da teilweise dabei. Ich glaube, Würzburg war eventuell dabei. Also für mich sind es keine festen Punkte, da gab es auch teilweise Diskussionen. Selbst die internationale Konferenz findet nicht Samstag statt, sondern die variiert auch, da gibt es unterschiedliche Konferenzen mittlerweile. Sowas sollte man an einem anderen Tag diskutieren. Jetzt einfach nur das nächste Mal ausmachen. Danke. Gut, dann weitere Einwände. Haben wir hier einmal den Thomas, dann haben wir hier einmal den Andreas und dann würden wir weiter in der Rednerliste fortfahren mit Ralf und ja, so weiter. Ja, bei dem Titan-Pact, was angesprochen wurde, überregionale AG-Vernetzung und so weiter, kann ich leider nichts Konkretes entdecken. Ja, Andreas? Ich würde gerne was zum Klima in Berlin sagen.
Man sollte einfach mal ein bisschen drüber nachdenken, warum wir in Berlin so ein schlechtes Klima haben. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es ja daran, dass halt irgendwie aus der ganzen Welt die Leute nach Berlin kommen und wir vielleicht halt irgendwie einfach so unterschiedliche Charaktere dort finden. So, vielleicht liegt es allerdings auch daran, dass Berlin tatsächlich recht wichtig ist für die Bewegung. Und vielleicht ist das einfach nur eine total kontrarevolutionäre, dreiste Lüge von Paulette, hier mal für Berlin kleinreden zu wollen. Ich habe dich da mal im Camp gesehen. Da befindet sich zwischen zwei Hochburgen der autonomen Szene, nämlich Friedrichshain und Kreuzberg, wo seit über 20 Jahren regelmäßig Straßenschlachten stattfinden. Und du willst mir erzählen, dass Berlin nicht wichtig ist. Gut. Nochmal groß gewachsen, groß geworden. Ich möchte das mal zu Ende führen. So, das hat immer irgendwie, das wird schlechte Stimmung gemacht. Richtig so, es wird schlechte Stimmung gemacht. Das sind immer dieselben Leute. Letzte Nacht gab es irgendwie eine Kampagne gegen Florian Rappel, dass doch bitte irgendwie alle möglichen Leute den Führer blockieren sollen. So, bitte folgt doch eurem Führer und blockiert. Haltet euch die Ohren zu, verdammte Scheiße. So langsam werde ich echt sauer. Und alle anderen Kontra-Arschlöcher, wünscht euch lieber nicht, dass ich ein Faschist bin. Denn wenn ich ein Faschist wäre. So. Punkt. Gut, danke, Andreas. Immer pass mal auf, du Spinner. Jetzt haben wir. Was ist jetzt, auch noch, jetzt kommt der Funk auch noch dazwischen. Verdammt. Also, Norinchen. Norin. Das ist ja wirklich herrlich. Du bist ja so ein saublöder Show, wie Andrea redet. Saugeil. Saugeil. Solche Outputs finde ich ja total gut. Die begrüße ich ja, ne? Ja, genau. Mach also, ich glaube, Norin hat einen Einwand und ich bitte, dass du diese Begriffe unterlässt hier. Du stigmatisierst regelmäßig Leute. Ja, lass uns bitte Obdachlose ausschließen. So fing das an im Camp, am Bundespressestand, verdammt Scheiße. Wann waren es die Schließer? Wie wär's mit keinem 30, blöde Kuchen? Gut, danke, Jack. So, wir können zusammen singen, aber nicht durcheinander reden. Irgendwann ist ja mal die Grenze erreicht. Meine Scheiße nochmal. Die Stimmung in Berlin ist vergiftet, die Stimmung hier ist vergiftet, verkackt nochmal. Der verdammte Scheiße vergiftet die Stimmung die ganze Zeit. Ja, ich auch unter anderem. Warum? Weil ich mir nicht gefallen hat, dass einzelne Menschen irgendwie... Weil der Funk stört meinen Dingsbums. Mein Papa funkt gerade, der ist Amateurfunker. Weißt du? Also ich gehe dann mal, ich lasse euch mal in Ruhe weiterhetzen. Offensichtlich ist das was ja wichtiger, als hier eine Diskussion zu führen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ob wir das Ganze abschließen können. Kommt runter, Jungs. Echt. Ja, weißt du, wenn man sich mal diese Diskussion anguckt, in Occupy Deutschland, ob wir das Ganze abschließen könnten, da wird immer drumherum geredet. Ich möchte auch einfach mal zu Wort kommen. Wir können hier jetzt mal zu Wort kommen und kann endlich mal was sagen. Vielleicht gibt es hier eine Stimmung unter anderem in Berlin, weil ich aktiv als bin oder Moderator. Was. Weißt du, das ist mir gerade einfach mal egal. Jetzt bin ich einfach egal. Das muss man einfach mal angesprochen haben. Und ich möchte einfach mal die Möglichkeit haben. Er hat immer jemand die Möglichkeit, irgendwie seinen Senf dazu zu geben und irgendwas zu behaupten, was gar nicht stimmt. Ja, da wird man bedroht, da wird man angegriffen oder beleidigt und diffamiert. Und das kann man einfach so durchgehen lassen. Um dem gerecht zu werden. Also, ich habe jetzt so viel Ängste hier. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann die Aufregung ja verstehen und über all das müssen wir sprechen. Aber bitte, dann lasst uns das Thema jetzt abschließen und erst einen Termin finden für eine weitere Besprechung hier auf dem Mumble-Chat. Und dann könnt ihr von mir aus loslegen, das sind ja auch all die Themen, die da drinnen stehen. Bitte. Also, wie machen wir das mit dem nächsten Termin? Ist das der nächste Montag? Von mir aus schon. Also, setzen wir den nächsten Montag an, dass wir uns hier wieder treffen und weiter diese Dinge bereden. Dann würde ich jetzt genau dazu kommen zu dem nächsten Punkt und quasi in der Rednerliste, wie auch immer sie war, weiter fortfahren. Gut. Wollt ihr eventuell noch ein separates Treffen für diese Diskussion nochmal?
Nö, das folgt ja jetzt, das, die Petzerei. Und ich möchte noch kurz sagen, irgendwie, ich bin Individuum und ich mag auch andere Individuen und ich weiß, mit wem ich mich nicht beschäftige und wen ich meide. Und ich muss das irgendwie, ich bin nicht Berlin und ich bin nicht Occupy. Also ich glaube, das ist der erste Punkt irgendwie, der vielleicht hilfreich ist irgendwie. Es geht ja auch darum, okay, es sind sicherlich gewisse Diskrepanzen und Streitigkeiten hier vorhanden. Aber es geht ja in erster Linie darum auch, dass wir uns treffen. Mit Occupy, wer ist Occupy? Wir sind alle Occupy. Wir haben alle auf der Straße irgendwie in irgendeiner Form gekämpft. Wir haben seit 11 Monaten, seit Monaten versucht, mit Menschen zu sprechen, zusammen in Vernetzung zu kommen und so weiter und so fort. Dass wir uns nicht einig werden, das werden wir nie erleben, den Punkt. Das werden wir auch nie erleben. Deswegen vielleicht ein bisschen mehr Respekt und Toleranz und auch hier im Chat links. Es bringt nichts. Ich kann das nicht sehen, ja. Also ich habe hier nur einen Monitor und der ist hier irgendwie, Noreen, wie groß ist er? Das ist ein 17 Zoll Monitor. Und wenn ihr jetzt nur noch postet, dann kann ich das von Cs und sonst was, dann kann ich das nicht sehen. Aber sonst sehe ich immer die Reihenfolge bis vorhin. Also konnte ich sie eigentlich noch sehen. Wenn da halt immer Dinge gepostet werden, dann kann man die nicht mehr, das geht nicht. Basti, Noreen hat 3 Kreuze gesetzt und das sind dann eben die Momente, wo dann, alles sind erwachsene Menschen, dann läuft es eben so, Basti, da kann man nicht an Gesetzen dann festhalten. Das ist dann so. Noreen, du kannst appellieren, Noreen, bitte. Dankeschön. Ja, ich hatte mein X gesetzt, als der Andreas angefangen hat, loszuschimpfen. Deswegen das erste Wort an Andreas, Vetter Andreas. Ich finde es nicht richtig, dass du hier anfängst, die Personen anzufauchen auf einem Niveau, das unterirdisch ist. Und selbst wenn dann Leute dich unterstützen, die sonst hier den Chat seit, wie lange bin ich hier? 1,5 Stunden zuspammen mit, ihr seid keine Konsensorientierer, Dingsbums, ich kann das Wort schon gar nicht mehr lesen, geschweige denn hören, dann verstehe ich das nicht mehr. Gullitaucher, an dich geht es genauso. Ich finde es auch nicht gut, dass du hier einfach dazwischen schreist und ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir das irgendwie hinbekommen, nacheinander zu reden und vor allen Dingen auf einer Ebene, wo wir schon, also Jano, hast du gerade gesagt, an deiner Telefonsexstimme erkennst du, dass ich machtgeil bin und du wunderst dich, dass dich keiner ernst nimmt? Okay, ich höre auf zu reden. Also nochmal dazu zu sagen, Jano wünscht, dass ich auch was vorlese, aber auch das kann ich nicht vorlesen, Jano, wenn der Chat so funktioniert, wie er jetzt funktioniert, weil ich kann nicht hochscrollen, jedes Mal, wenn einer was schreibt, scrollt es auch immer wieder runter. Also das wisst ihr schon. So, ich habe einen Zwischeneinwurf. Also pass auf, Jano. Dass du dich auf Seiten von Demagogen und Chauvinisten stellst. Du bist jetzt erstmal von einem Moderationsposten weg, nee. So, weil kein Konsens mehr zum Moderation besteht. Ja, ja, alles okay. Ich würde jetzt mal beantragen, erstmal Techniker. Jetzt kommt erstmal Techniker hier von der Seite. Verzieh mal vom Moderationsposten, du. Das ist zum Lachen. Pass auf, Jano. Aber dass du mit Frauen... Jano hört dich nicht, sie hat sich stumm gestellt. Ja, das ist auch okay. Das ist auch der Klassiker. Dann ist gut. Dann ist ja auch besser so. Das ist auch okay. Ja. Halt du die Nase, Ralf. Halt du deine Nase. Ralf hat ja auch schon X gesetzt. Und Ralf wäre auch eigentlich dran, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Aber ich habe auch die zwischen diesen ganzen X nicht mehr durchblicken. Von daher mache ich jetzt den Vorschlag, einfach nochmal neu anzufangen. Mit den Xen, Jack is back, sorry Leute, dann lässt sich da auch nochmal aus, Gullitaucher hat einen Einwand, und dann geht's weiter mit Florian, und so weiter, und ja, Gullitaucher. Ja, Gullitaucher, du musst das nicht immer machen, also bitte, ein X reicht, und dann machen wir die Reihenfolge, ja, weil sonst, ich komme da ja nicht mal hinterher, wenn du 30 X machst, ich sehe das nicht. Also dein Einwand jetzt, und dann Florian, und dann Ralf, oder whatever. Ja, ich hoffe, ich darf jetzt einfach mal ganz kurz und knapp, weil ich ja sozusagen das Sinn und das Übel der gesamten Occupy Berlin Bewegung gegenwärtig bin, weil ich mich einfach gegen eine Occupy Berlin organisierte Deutschland Versammlung da auflehne, weil diese Vollversammlung von einer Person alleine ins Leben gerufen worden ist mit einem Rat, wo dann verschiedenste Mitglieder eingeladen worden sind, die in seinem Vertrautenkreis liegen. Ich empfinde es als unheimlich traurig, dass ein Mensch, der Berlin vertritt und in Berlin Webseiten hostet, teilweise
die Sachen, die in Berlin passieren, gar nicht auf die Webseiten bringt und auch nicht veröffentlicht. Es passiert immer wieder sporadisch, dass irgendwie bei Facebook oder dass bei in einem E-Mail-Verteiler immer wieder Dinge aufgebauscht werden, marketingmäßig verpackt werden, verbreitet werden. Es erweckt immer den falschen Eindruck, dass er derjenige wäre, der für Occupy Berlin spricht. Ich selbst bin nicht Occupy Berlin, ich bin einfach nur ein Aktivist, der sich in allen Bereichen bewegt. Ich werde jetzt mittlerweile als zu unerfahren betitelt, als zu jung. Ich solle mich der älteren Generation unterordnen. Ich solle die Demonstrationen organisieren lassen und sollte nur als Zivi oder Praktikant hinterherlaufen. Ich habe mir heute so viel antun müssen und so viel anhören müssen. Und wenn in einer Occupy Deutschland Vollversammlungsgruppe dann auch Leute, die Adminposten haben oder auch in diesem Rat sitzen, der dann mediativ eingreifen soll, wenn dann diese Menschen auch noch beigehen und mich privat in Nachrichten irgendwie so ein bisschen angreifen, mich bedrohen, dann ist es mein Recht, das öffentlich zu machen. Und wenn dann die Menschen nicht darauf eingehen und dann nur noch darauf pichen, dass ich Fehler gemacht habe oder dass ich mich falsch verhalten habe in Dingen, in dem Moment geht es um euer Verhalten und um das, was dort falsch gelaufen ist. Natürlich kann man auch über mein Fehlverhalten reden, das ist gar kein Thema, aber das geht dann auf einer anderen Basis. Und wenn dann das in so einer Art und Weise dann schon passiert, dann möchte ich nur mal eine Frage stellen, wo geht denn diese ganze Bewegung hin? Was soll denn daraus entstehen? Vor allem meine größte Kritik war, dass jetzt überhaupt schon so ein Vernetzungstreffen hier in Berlin irgendwo in Planung war und dass man sich da engagiert hat. Und nun kommt plötzlich eine Vollversammlung. Eine Vollversammlung sehe ich erst dann als greifbar und als tragbar, wenn man diese Vernetzung hingekriegt hat. Das ist jetzt schon wieder zwei Schritte voraus und zwei Schritte voraus finde ich nicht in Ordnung. Und warum ich mich dagegen auflehne, weil ich einfach nur sage, ich bin ein Mensch der Straße, ich bin ein Mensch, der unterwegs ist. Ich meine, viele Leute habe ich gar nicht mehr gesehen und die agieren nur über das Internet. Und wenn ich dann mit vielen Leuten zu tun habe und diese Leute dann plötzlich, nachdem sie zum Admin geworden sind, total anders drauf sind, als sie es vorher waren, wenn Menschen sich dann plötzlich ganz anders verhalten, dann stelle ich einfach Fragen. Und ich stelle erst recht Fragen, wenn man mich auf meine Kritik nicht antwortet, ausweicht, auf andere Sachen hingeht. Und deshalb bin ich auch so gerade an die Decke gegangen, weil ich einfach nicht mehr kann, weil ich einfach nicht mehr weiß, was das soll. Macht es doch einfach mal besser. Das mit der Friedensdemo zum Beispiel hatte alle seine Gründe, warum das so passiert ist, wie es passiert ist. Ja, da könnte man sich mal auch beim ruhigen Kaffee zusammensetzen. Aber das Ganze dann, weil ich meine Kritik an der Vollversammlung habe, dann damit hineinzubeziehen, ich weiß nicht, was das soll. So, Thema durch. Ich mache jetzt alles, was habe jetzt erstmal alles gesagt. Dankeschön für deinen Beitrag. Dann jetzt den Einwurf von Thomas und danach Florian. Gullitaucher, ich will dir vielleicht irgendwie zur Anregung sagen, dass ja jetzt im Moment jetzt hier sehr, sehr viel passiert. Und das hat mit Vernetzungstreffen, was da auf Facebook abgeht und den Leuten, die da in der Richtung agieren, versuchen wir gerade da auszuscheren, ja, und eben das wieder auf sachliche Füße zu stellen. Und manchmal ist es echt, das ist echt schwer, ich weiß. Manchmal muss man bestimmte Sachen auch ein bisschen ignorieren. Weil wenn man da einsteigt, dann hat man so einen dermaßen Shitstorm an der Backe. Und manchmal habe ich eben das Gefühl, es gibt Leute, die binden deine Energie. Ja, und die binden sie in einer völlig unkonstruktiven Art und Weise. Und also ich bin da ganz bei dir. Ne? Das möchte ich dir ganz offen jetzt hier sagen. Gut, auch Dankeschön an dir. Dann weiter mit Florian. Ja, ganz kurz mal Mic-Check, könnt ihr mich hören? Jo, bist sehr gut zu hören, Florian. Also, ich glaube, ich brauche 2 Minuten und ich bin da ganz ruhig und ich wünsche mir einfach, dass nicht dazwischen gebrüllt wird, egal was ich jetzt sage. Einfach 2 Minuten bitte mal Respekt für einen Aktivisten, der sich auch mal zu Wort melden möchte. Also, in diesem Mumble, in dieser Telefonkonferenz ist es ja schon im Chat und auch immer wieder sozusagen hochgekocht ein bisschen und Andreas Vetter hat natürlich die Nerven verloren, das finde ich aber menschlich. Was er eigentlich sagen wollte, glaube ich, inhaltlich war, dass er sich sehr aufregt, dass in Berlin gerade richtig Krieg herrscht. Also ein verbaler Kommunikationskrieg oder ein Psychokrieg. Und ich glaube, was hier immer wieder jetzt an Stichworten kommt, Grabenkämpfe, Gift, dann diese Querfront- und Nazi-Geschichten, dazu will ich jetzt mal ganz kurz ein Statement machen. Also ich wünsche mir, dass wir nach der Friedensdemo in Berlin jetzt hier auch mal in Berlin Frieden schließen, und zwar in der Form, dass wir uns zusammensetzen und wirklich mal Butter bei die Fische, wie Paulette so gerne sagt, richtig mal jetzt an die Fakten rangehen, weil es sind viel zu viele Gerüchte im Umlauf.
Es sind viel zu viele Diffamierungen, die daraus werden. Und mittlerweile entsteht schon richtig Hass. Und das kann nicht angehen, dass wir als Bewegung, also alle Aktivisten meine ich jetzt, jeden Einzelnen, da tatenlos zuschauen. Weil das hat eine Außenwirkung, die ist katastrophal. Also es geht gar nicht darum, ob ich jetzt mit irgendwas Recht habe oder ob Paulette mit irgendwas Recht hat. Es geht darum, dass das katastrophal für die Bewegung gerade. Und wie gesagt, ich habe 7 Punkte, die würde ich gerne einbringen. Paulette hat ein Papier ins Netz gestellt, das voller Lügen und Diffamierung über mich ist. Ich sei Nazi, ich sei Querfront. Dazu möchte ich ganz klar sagen, das bin ich nicht, nicht im Entferntesten. Und ich frage jetzt auch Paulette, was ich tun kann, damit sie diese Aussage jetzt hier wahrnimmt und mir glaubt. Also was kann ich da tun? Zweitens, ich habe eine Stellungnahme von ihr erfragt zu einem offenen Brief von mir, das ist überfällig. Ich habe auch eine PN seit Wochen nicht beantwortet. Ich selber werde nicht in das EDJ-Diskussionsforum reingelassen von Paulette seit Wochen, obwohl da drin über mich gehetzt wird und verleumdet wird, auch von Admins, auch von PA zum Beispiel. Das kann nicht angehen, dass in Foren verleumdet wird und die betreffenden Personen sind nicht anwesend. Es werden gerade jetzt diese Woche oder seitdem die Vollversammlung initiiert worden ist, werden aus Kleinigkeiten riesengroße Vorkommnisse geschnitzt. Da werden jetzt auch wieder Lügen erzählt und wie gesagt, von heute von PA beschreibt er mich und andere als Querfront Agitation Berlin. Es wird von Bedrohung und von Gewalt gesprochen, die einfach nicht stattgefunden hat. Und ich bin bereit, eine eidesstattliche Aussage zu machen. Ich habe heute selber eine PN veröffentlicht, weil von Gulli Taucher da irgendwie solche Sachen auch kamen. Das sind, sorry. Bring es vor Gericht, du Bänder. Nein, warte mal, ich bin gleich fertig. Lass bring es vor Gericht. Bitte. PA, bitte lass ihn doch, PA, lass ihn bitte ausreichen. Also, ich habe doch gesagt, ich möchte eine Friedensverhandlung in Berlin. Das meine ich sehr, sehr ernst. Wir können auch mal die Spielchen weglassen. Ich habe auch mitgespielt, ist ja klar. In so einem Kommunikationsgebäsche setze ich auch meine Mittel ein. Die Trolle setzen ihre Mittel ein und so weiter. Also, es wird von Bedrohung und von Gewalt gesprochen, die es nicht gegeben hat. Und ich möchte jetzt alle wirklich bitten, dass sie sich an die Fakten halten, dass wir das klären. 6. Punkt. Das ist seit 12 Monaten auf Facebook, dass da Anfeindungen laufen, anstatt diplomatisch zu sein, anstatt sich der Wahrheit verpflichtet zu fühlen, anstatt die Probleme lösen zu wollen, gibt es immer wieder Shitstorms und das sollten wir als Bewegung abstellen. Das ist der Grund, warum wir nicht wachsen. Das ist der Grund, warum wir nicht ernst genommen werden, weil die Leute beobachten das. Wir werden schon verlacht als RTL2-Show. So, und wie gesagt, wenn sich Trolle, 7. Punkt, wenn sich Trolle auf Facebook verabreden, um gezielt einzelne Aktivisten zu stalken oder Gruppen anzugreifen, und das wird noch von Aktivisten unterstützt, ist das total destruktiv für uns als Bewegung. Und das ist mein letzter Punkt jetzt. Ich wünsche mir einfach eine Mediationsgruppe. Da ist mein Vorschlag dieser Rat. Es kann auch gerne wieder der Verhandlungstisch sein. Der ist damals aber auch gescheitert, weil getrollt worden ist. Also ich wünsche mir Friedensverhandlungen mit Paulette, weil die Dinge, die sie sieht in mir oder Anluven oder Michael oder Ralf, das ist, sorry, dass ich jetzt so deutlich werde mit dem letzten Satz, das sind Hirngespinste und die müssen bitte durch Fakten weg aus der Welt, weil es stört alle anderen Beteiligten. Danke. Dankeschön, Florian. Jetzt habe ich im Kopf, Gullitaucher hat einen Einwand, Noreen hat einen Einwand und dann B mit einem vernünftigen X und dann ich mit meinem X. Gullitaucher, bitte. Ja, du machst dir Sorgen um die Außenwirkung von Occupy. Ja, vielleicht könntest du an der Außenwirkung von Occupy auch mitarbeiten und mitwirken, konstruktiver Art und Weise. Wie kann man das machen, indem man irgendwie Aktionen auf der Straße macht oder indem man auch auf der Straße mitarbeitet? Dann weiß man wenigstens, was die Leute machen. Es gibt ja hier eine klare Fraktion von den Leuten, die sich nur im Internet aktiv beteiligen und im Internet versuchen, die Revolutionen irgendwie zu starten. Und dann gibt es die Leute, die wirklich noch auf der Straße noch an der Basis arbeiten. Das macht eben halt den Unterschied. Ich habe diese ganze Art und Weise, du bist doch auch dein Teil von dieser Außenwirkung. Weil der Mensch, der dann die Webseiten verwaltet und die Webseiten betreut, der stellt ja auch eine gewisse Außenwirkung dar. Also könntest du auch noch vieles dran beitragen, dass Occupy Berlin oder zwar Occupy generell in einem anderen Licht dasteht. Dankeschön. Dann haben wir hier einmal... Noreen, bitte. Ich lasse B vor. Okay, B und dann Noreen und dann ich. B? B, du hattest ein X gesetzt. Der hat das Mikrofon irgendwie gemutet. Ah, sie kommt jetzt.
Ah, warten wir auf Sie, wir haben Zeit. Ja, sorry. Danke, Doreen. Mich würde jetzt mal ganz persönlich interessieren, Florian, ich weiß nicht, ob das hier gestattet ist. Ich habe letztens ganz interessiert den Thread mitverfolgt, den du mit Martin hattest. Da kannst du dich bestimmt noch dran erinnern. Und du hast jetzt eine ganze Menge erzählt über andere. Und ich bin ja relativ außenstehend, ja, also hänge mich da nicht so mit rein. Aber mich würde jetzt schon mal, also ich würde gerne da mal eine Stellungnahme von dir zu haben. Also ich weiß jetzt nicht, welchen Thread du meinst, aber du weißt auch, genau, welchen Thread ich meine. Lass mich okay, dann magst du diesen Thread, von dem du sagst, magst du das nochmal sonst als Link posten, damit er auch weiß, worum es geht? Und ja, ich kann, sonst, Florian, oder ist das in Ordnung, weißt du wieder? Also ich wollte gerade anfangen zu antworten und ich möchte bitte nicht unterbrochen werden. Also ich weiß nicht, welchen Thread du genau meinst. Was ich sagen kann ist, ich habe mich in den letzten Wochen sehr über Martin Deutsch aufgeregt. Ich habe das, da bin ich auch, da bin ich. Ja, es ist doch egal. Ist nicht egal. Darf ich bitte mal reden oder werde ich hier immer wieder unterbrochen, weil ihr mir nicht zuhören wollt? Du wurdest gerade nicht unterbrochen, aber du weißt nicht, welcher Thread das ist und redest dich gerade raus. Du hast Moment, bitte, Gaston, bitte. Die Frage von mir war an Florian und ich möchte gerne ihm jetzt auch mal zuhören. Genau, also Florian, bitte. Also ich fasse mich jetzt kurz unter einer Minute. Also ich weiß nicht, welchen Thread du meinst. Ich erinnere mich aber, dass ich in den letzten Wochen sehr sauer war auf Martin Deutsch an einem gewissen Punkt, wo ich einfach an meine Toleranz gekommen bin. Ich habe im Occupy Germany Forum lange versucht, ruhig und sachlich zu bleiben. Das ist mir irgendwann nicht mehr gelungen. Da habe ich ihn auch stark für beleidigt in der PN. Ich habe mich dafür entschuldigt. Und ich glaube, dass Martin das auch sportlich nimmt, dass man einfach, wenn man so viel vom Rechner sitzt wie ich, und das kennt er selber auch, gerade als Admin oder wenn man gerade sehr engagiert ist, dass einem irgendwann die Sicherung durchbrennen. Das ist einfach menschlich und dafür habe ich mich entschuldigt. So. Inhaltlich und sachlich habe ich auch Kritik an Martin geäußert. Das hat er teilweise nicht zur Kenntnis genommen, teilweise auch nicht geantwortet. Das ist okay. Ich kann niemand zwingen. Andersrum hat er jetzt auch Kritik an mir geäußert und da haben wir uns ausgetauscht und ich habe das Gefühl, dass Martin jetzt auch gerade in der Vollversammlung, in der Assemblea 24-7 seine Kritik auch an mir anbringt und die hat auch findet auch Gehör und da ist wieder Kommunikation, findet da gerade statt mit mir und Martin. Okay, also gebe ich mich jetzt zwar nicht mit zufrieden, ich kann das jetzt hier nicht posten, weil ich speichere sowas nicht und so weiter. Ich weiß nur, dass es ein öffentlicher Thread war und dass es unter aller Sau war. Martin ist der Einzige oder einer der wenigen, die wirklich, also die nie beschimpfen, die immer sachlich bleiben, die immer ruhig bleiben und du hast da unter aller Sau auf ihn geschimpft. Du hast ständig Fuck you geschrieben. In jedem zweiten Satz war das Wort Fuck you und du Nazi und auf die übelste Art und das, also und dann hast du ganz kurz hinterher geschwuppt, naja, Entschuldigung. Also das geht so nicht. Also es geht nicht, hier so Leute anzuklagen und selber so einen Scheiß zu schreiben. Also Entschuldigung, aber das hat mir, also ich habe sonst immer gedacht, okay, da ist bestimmt was dran und alle hauen sie auf dich rauf, aber das ging gar nicht. Also tut mir leid und das wollte ich hier unbedingt auch nochmal gesagt haben. Ja, also wenn du jetzt nochmal bitte einen Nachtrag auch von mir, weil du hast eine Frage gestellt, ich habe geantwortet, dann kann man dir nochmal einen Nachtrag, also von mir auch einen Nachtrag, also nochmal. Ich habe vorhin die 7 Punkte genannt, die mich gerade beschäftigen. Und das ist doch bitte auch mein Recht, dass ich sage, was ich gerne geklärt haben möchte. Und wenn andere Leute wie du jetzt sagen, du willst das mit Martin und mir in dem Thread geklärt haben, das ist auch dein Recht und das kann, natürlich muss sowas auch mit drauf auf den großen Tisch. Wo wir jetzt hier Klartext reden. Und wie gesagt, ich finde, ich habe mich entschuldigt. Und wenn andere mich als Nazi beschimpfen im Netz, dann muss ich zugeben, rutscht bei mir auch eine Toleranzgrenze nach unten. Und dann fange ich auch an, auf den Level runterzugehen. Da kann ich nur sagen, das wird man kennen. Das tut mir leid. Man sollte niemanden als Faschisten beschimpfen oder Fuck you sagen. Das ist mir aber rausgerutscht, weil ich mich einfach tierisch aufgeregt habe, dass einfach basisdemokratische Prinzipien einfach von ihm nicht eingehalten worden sind. Never, das ist dir nicht nur einmal rausgerutscht. Und Martin hat dich niemals als Nazi bezeichnet. Also das glaube ich nicht. Also dann mache ich auch nochmal einen Nachtrag, wenn wir jetzt Paare sind. Ich habe gesagt, im Netz, auf Facebook, werden Menschen als Nazis beschimpft. Und da habe ich nur gesagt, das hat auch Auswirkungen auf mich, dass meine persönliche Toleranzgrenze auch runterrutscht durch sowas und dass sich das alles hochschraubt. Da bin ich nicht der Einzige. Und wie gesagt, es tut mir leid, ich habe mich bei Martin auch als PN nochmal entschuldigt dafür.
er ist mit mir wieder im Kontakt, also er nimmt es sportlich und ich glaube, rede bitte mit Martin, falls ich mich da irre. Also ich würde jetzt gerne dann den Martin dran nehmen mit dem Einwurf, dann den Ralf mit dem Einwurf und dann mit der Noreen weiterfahren mit den X und dann zum Thomas und ich irgendwann vielleicht am Ende auch. Also. Also, das ist richtig, der Florian hat sich bei mir entschuldigt und die Entschuldigung habe ich auch angenommen. Ja, was sich danach entwickelt hat, okay, darüber schweige ich, muss ich erstmal schweigen, weil das privat ist. Und ja, also dieser Thread ist leider nicht mehr im Netz, der wurde gelöscht. Ich habe oben nochmal den Link gepostet, wer sich da gerne ein Bild machen möchte, soll er sich gerne ein Bild machen, ja. Das ist mein einziger Kommentar dazu. Danke, dann Ralf. Ja, hat sich erstmal erledigt. Okay, hat sich erledigt. Dann Noreen, da haben wir noch X gehabt. Man ist noch schnell vorlesen, was der Carlos jetzt da gesagt hat, weil ich würde ein anderes Thema anfangen. Ich lese einfach mal. Es geht auch gar nicht darum, was FZA Florian zu Martin gesagt hat. Das war doch nur die Kirsche auf der Sahnehaube. Es geht darum, dass Florian und andere Inhalte in der Bewegung dulden und auch selber vertreten, die nichts mit Occupy zu tun haben. Nationalismus, Verschwörungsideologien, Befürwortung von Diktaturen. Danke, Noreen. Dann ja. Hören wir nochmal den Thomas. Nein. Hey. Nein? Ich hab doch nur das vorgelesen vom Carlos. Ach so, okay. Ja, dann trotzdem der Thomas reinfolgenmäßig jetzt. Nein. Nee, wer denn dann? Ich? Ja, du. Ach so, jetzt kommt deins. Okay, Entschuldigung, Lorraine. Okay, gut. Okay, passt. Okay, ich wollte mal sagen, das, was der Gullitaucher gerade eben auch schon mal angesprochen hat, im Chat und wie die Diskussion anfing mit dem mit der Vollversammlung, erfordert die Löschung der Occupy Deutschland Vollversammlung, inklusive dem Rat. Dass ich jetzt auch schon meine Erfahrung mit der Vollversammlung gemacht habe. Ich habe meine Erfahrung mit Florian gemacht. Ich habe meine Erfahrung mit dem Rat gemacht. Deswegen bin ich erst ausgetreten, weil ich es irgendwie basisdemokratisch nicht verstanden habe. Und jetzt habe ich mir das erstmal angeschaut, auch diese ganzen Fights zwischen den Leuten. Und ich finde, dass generell ganz generell ist es so, dass viel zu schnell zu den Worten Nazi, Faschist gegriffen wird. Und es bringt, das macht einen sauer, wenn mich einer permanent als Faschist bezeichnen würde, wo ich gerade anfange, politisch tätig zu werden, dann würde ich irgendwann auch mal durchdrehen. Vielleicht jetzt nicht so wie Florian, aber ich würde vielleicht einfach, keine Ahnung, gehen oder so. Diese Vollversammlung habe ich erstmal als eine gute Sache propagiert. Also ich habe gesagt, ja, finde ich gut, kommt doch alle her. Kam keiner oder ging wieder raus. Das war ein bisschen blöd. Und jetzt habe ich allerdings, heute ist mir etwas zugetragen worden, also gerade eben erst, hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht. Oh, zum Punkt kommen. Ja, ich komme zum Punkt. Und zwar, dass dieser Rat, also ich dachte ja, dass die Leute da, die werden da reingewählt und der Rat beschließt im Konsens irgendwie, ob die dann da reinkommen. Und jetzt habe ich gesehen, dass die Karin Rosengarten in diesem Rat ist. Dann habe ich in den Rat geguckt und dort wurde ihr Zutritt mit 3 Pro-Stimmen reingewählt von 15 Leuten. Jetzt interessiert es mich mal, dass ob diese Konsensschreier hier, ist das der Konsens? Also ist das, so funktioniert das da? Wenn ihr schon alles transparent macht, dann macht's doch bitte richtig oder erklärt es, was ihr da genau macht. Ansonsten schließe ich mich dem Gullitaucher an, dann lasst es lieber mit dem Rat, der hat dann einfach keinen Zweck. So, ihr macht das mir nicht einfach. Es sind eine Menge Exe, aber eine Menge Einwürfe, aus den Exe sind Einwürfe geworden, dann zunächst Gulli mit einem Einwurf, Andreas mit einem Einwurf, Carlos hat ein X, das werde ich dann vorlesen, und Flo hat mittlerweile sein X auch zum Einwurf gemacht, also dann die Reihenfolge Gulli, Andreas und Flo, bitte. Ich glaube, du hast mich übersehen, tut mir leid. Ja, das war ein normales X nur gewesen. Ist das jetzt auch ein XX gewesen, müssen wir das irgendwo einordnen, dann Thomas, okay, bitte. Okay. Sorry. Also, ansonsten jetzt Gulli, Andreas und so weiter.
Ja, ob es immer der richtige Weg ist, mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen, weiß ich nicht. Ich wollte nochmal sagen, dass ich bereits im Vorfeld durch meine Kritik aufgefallen bin und dass mir in dieser Hinsicht ebenfalls aberkannt worden ist, so eine Kritik aussprechen zu können und aussprechen zu dürfen. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass ich damit recht gehabt habe. Natürlich kann ich mich auch immer mal irren, aber wenn sich ein Mensch irren sollte, dann kann man den Menschen ja das mitteilen, in welcher Art und Weise er sich irrt. Aber wenn man das dann nicht tut, dann hat man eben halt einen ganz anderen Eindruck. Und wenn dann ein Mensch einen anderen Eindruck hat, dann hält er sich auch eben halt anders. Damit muss man dann leben können. Danke, Andreas. Ja, irgendwie ging es um den um die Scheiße zwischen Martin und Florian. Also ich habe das auch gelesen und Florian sagte nicht fuck you, sondern fuck off. Kleiner Unterschied, vielleicht nicht wichtig. Martin Deutsch, schön, dass ich bei deiner Stimme gehört habe. Ich habe eigentlich ziemlich viele Sachen von dir gelesen, die ich recht gut fand. Und dir eigentlich auch immer mit meinen Likes halt ein bisschen Resonanz gegeben. Hab so ein bisschen deine Beteiligung, abgesehen von dem persönlichen Ding zwischen dir und Florian jetzt, hier in der Diskussion vermisst. Denn nochmal zu Bulli, der gerade gesprochen hat. Ich finde es gut. Macht jetzt so, Straßenarbeit ist wichtig, aber andere Sachen sind auch wichtig. Ja? Also es gibt total, sind alle total verschieden. Wir sind nicht gleich, wir sind verschieden. So, und jeder hat ein anderes Spektrum von Talenten. Lass uns diese Talente nutzen und voneinander lernen. So. Ich würde total geil finden, wenn ich euch alle mal irgendwo im Fernsehen in einer Talkshow gehen würde. Ja? So, denkt da einfach mal drüber nach. Ich finde es total geil, dass Bulli eine Webseite gemacht hat für die Friedensdemo, die leider nicht so gut besucht war. Also nochmal zum Abschluss hier zu meinem Einwurf, der schon fast mein eigener Antrag ist. Geht nach vorne. Bewegung geht immer nach vorne. Wir sind alle Dissidenten. Es ist total normal, dass wir einander widersprechen und dann manchmal jetzt natürlich auch ein bisschen emotional werden. Das ist normal, wir sind Menschen. Also geht nach vorne. Kritik ist gut, versucht sachlich zu bleiben und versucht euch nicht, so wie ich gerade, so in solche emotionale Scheiße reindrücken zu lassen. Ne? Wir produzieren euch so lange, bis ihr euch einfach nicht mehr zusammenreißt, reißen könnt und dann halt einfach anfangen rumzuschreien, so wie es halt manchmal geht. Das muss raus, wenn nicht, falle ich wahrscheinlich einfach um. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob das raus muss. In irgendeiner Form kommt es immer raus. Dann würde ich jetzt Florian dran nehmen. Ja, ich wollte nur kurz Noreen ein schnelles Feedback geben. Also, der Rat, du bist da herzlich willkommen. Der Rat ist noch Project in Progress. Das heißt, da ist noch nicht alles perfekt. Das ist so eine Art, eine Idee, die schon live ist. Aber wie gesagt, der Rat bildet sich gerade. Ich habe 15 Leute eingeladen. Davon haben 7 Leute jetzt zugesagt und die anderen, auf die warte ich noch. Und es sind weitere 15 vorgeschlagen worden von der Vollversammlung. Und ich gehe mal davon aus, dass wir alle dann in der Woche zusammensitzen und dann mal gucken, was wir aus diesem Rohentwurf, und mehr ist es nicht, aus dem Rohentwurf machen. Und wie gesagt, das Misstrauen, was da kommt und die Befürchtung, das kann ich alles sachlich nachvollziehen. Ich denke aber, wir sollten gucken, dass wir das Ganze konstruktiv jetzt mal betrachten und gucken, ob wir dieses Experiment einer Arbeitsgruppe machen, die sich um zum Beispiel Mediation kümmert. So, ne? Das ist ganz kurz das Antwort. Also du bist wie gesagt von meiner Seite herzlich willkommen und die Bedenken von Karin, glaube ich, die können wir schnell ausräumen und dafür sind ja auch Vetos da, dass man versteht, warum Bedenken im Raum sind. Gut, ich habe jetzt noch den Thomas, der vorhin X gesetzt hat, dann würde der Ralf kommen, dann würde der PA kommen, jetzt scroll ich mal runter hier, wird eine Menge geschrieben, der Agent hat schon wieder einen Einwurf, dann würde ich jetzt den Agent vorziehen, dann den Thomas und den Ralf und so weiter und so fort. Ja, also für mich ist es ja so, dass irgendwie die Inhalte sich irgendwie in der Aktion zeigen und ich
fühle mich überhaupt nicht von der Occupy-Vollversammlung, also muss mich ganz klar davon distanzieren, von dem System, was da gefahren wird. Botschafter, Räte, vorgeschlagene Leute, das muss dann reingewählt werden. Dann gibt's da so eine Agenda und Regeln und so weiter. Ich meine, Bürokratenstadel ist das für mich und absolut energiebindend und im Endeffekt kontraproduktiv, weil da wird sich ja wahnsinnig gekloppt. Und mein Vorschlag ist im Prinzip das Ding abschalten, sofort abschalten, weil die Außenwirkung, wenn es auch darum geht, ist katastrophal und die Abstimmungen, die da laufen, die sprechen ja langsam auch irgendwie eine klare Sprache, wie zum Beispiel, ich habe hier auch mal eine Frage, kann der Rat Entscheidungen im Sinne der Bewegung fällen, sei es auch nur bei Konflikten, Mehrheit, ne, ist ja Mehrheit diese Fragestellung vom System her, ganz klar nein, Mehrheit. Ja, also ich kann mich da von dieser Aktion wirklich nur distanzieren und ich habe dabei wahnsinnig Bauchschmerzen und das hat nichts mit Occupy zu tun. Danke auch für deine Wortmeldung, Thomas. Dann habe ich jetzt hier, muss ich mal gucken hier, wir haben einen Einwurf von dem Agent, ich soll es vorlesen. Für Florian, hast du Admins anderer Gruppen einen Sitz im VV-Rat angeboten? Im Austausch dafür, dass du wieder in deren Gruppen rein darfst, Fragezeichen. Das ist eine Frage an Florian. Und dann würde ich gerne jetzt weitermachen in der Rednerliste, die dann ja bei Ralf anfangen würde. Also ich wollte sagen, dass es völlig unprofessionell ist, hier wie hier diese ganze Konferenz off-topic geführt wurde, wie man hier sich am Ende lieber über eine Facebook-Gruppe streitet, so eine von Tausenden, jeder kann eine Facebook-Gruppe mit Namen Occupy-Vollversammlung eröffnen. Ich sehe das als Experiment, was der Raffel mal gemacht hat. Und warum das hier jetzt so viel Raum einnimmt, ist mir schleierhaft so. Ich äußere den Verdacht, dass hier einzelne Leute dabei sind, die überhaupt nicht mal Interesse haben an dem Projekt so. Wir sind getrollt worden so und ich würde dann jetzt die Aufnahme beenden so, weil es ja scheinbar um die Facebook-Gruppe geht. Und nicht mehr ums Vernetzungstreffen, was weiß ich nicht. Also gut, ne? Also Aufnahme Ende, Error. Jo, dem würde ich zustimmen. Ist da jemand gegen, dass der Ralf jetzt die Aufnahme beendet? Der möge sich bitte melden. Es ist scheißegal, die Aufnahme wird sowieso fortgesetzt. Ja, das macht nichts. Aber du bist jetzt dran, PA, gleich. Du kommst jetzt auch als nächstes. Also die Aufgabe, wenn jetzt nochmal jemand dagegen ist, dass die Aufnahme beendet ist. Ja, bitte? Da ist ein Veto. Das sind Vetos. Ja, bitte. Ja, dann los. Ja, also ich finde das wichtig, dass wir das mit Audioaufnahme weiterlaufen lassen, weil das hängt ja alles miteinander zusammen. Also ich glaube nicht, dass wir von einem Vernetzungstreffen sprechen können. Und in Berlin gibt es Gift und auf Facebook gibt es Gift. Das hängt doch alles miteinander zusammen. Also lass doch die Aufnahme weiterlaufen, das dient doch nur der Transparenz. Ja, dann würde ich ansonsten jetzt eine Abstimmung vorschlagen. Wenn sich nichts weiteres ergibt, stimmen wir das ab. Wer ist dafür, dass die Aufnahme beendet wird mit dem Pluszeichen? Ich habe mich vertippt, sorry, Minus. Ja, also stelle ich fest, ja, können auch abstimmen weiter, aber ich stelle fest, dass jetzt schon die überwiegende Zahl möchte, dass die Aufnahme weiterläuft, also lassen wir sie weiterlaufen, Ralf, ist das in Ordnung? Ja, sofern sie was bringt. Ob sie was bringt, weiß ich nicht, das mag ich zu bezweifeln, aber das ist meine persönliche Ansicht, ist halt jetzt die Abstimmung, ist gewollt, dass die Aufnahme weiterläuft, also lassen wir es laufen. Ist das technisch möglich? Ja, ich hoffe, dass es auch nachher was da rumkommt, ja. Also ich bin mir nicht sicher, weil ich mir das Programm heute erst mal nicht gegeben habe. Okay, dankeschön. Dann würde ich jetzt weitermachen mit dem PA, der war dran gewesen, und dann die Paulette. Und sonst, ja, genau, das war die Paulette, genau. Dann wäre ich irgendwann mal dran, aber ich würde mich da auch gerne zu äußern, aber ich halte da gern zurück. Also bitte, ich bin ja der Moderator. Also PA, bitte, das Wort an dich. Ja, ich möchte einfach mal Florian Zacharias Rappel fragen. Hier zum Thema Nationalismus, Frühwald, Elsässer und Co. steht, die ja auch von vielen seiner Admins sogar auch hier
teilweise verehrt werden. Und da frage ich mich mal wirklich, was da eigentlich los ist, ne, in deiner Vollversammlung. Ne? Warum du da Leute zu Admins und zu irgendwelchen Meinungsführern machst, ne, die eigentlich ziemlich schräge Standpunkte vertreten, um das jetzt mal harmlos auszudrücken. Würde ich ganz kurz nochmal einen Einwurf hier vorlesen wollen von dem Agenten. Ja, Entschuldigung, Florian, ich lese noch den Einwurf vor, dann darfst du. Er fragt dich auch, Florian, hast du Admins anderer Gruppen einen Sitz im VV-Rat angeboten, im Austausch dafür, dass du wieder in deren Gruppen rein darfst? Das fragt der Agent hier jetzt nochmal. Dann würde ich sagen, antwortest du jetzt nochmal da drauf und dann machen wir mit Paulette weiter. Ja, ich habe jetzt diese Frage von dem Agenten werde ich beantworten und ich werde auch die Frage von dem letzten Redner, von dem PH Heinrichs beantworten. Also ich habe das Gefühl, da war davor noch eine Frage an mich, aber ich fange mit den beiden an. Und wenn nochmal eine Frage an mich kommt, dann bitte ich auch, dass ich ganz kurz darauf antworten darf, weil sonst wird mir das ja auch zu viel. Also die Frage, ob ich Admins andere Gruppen einen Sitz im V-Rat angeboten, im Austausch dafür, bla bla bla. Gut, also ich habe mit PA Heinrichs einen privaten Dialog gehabt per PN. Und da haben wir beide darüber geredet, wie wir hier wieder zusammenkommen können. Also wie wir diesen einfach offensichtlichen Bruch zwischen seinem Forum und anderen Gruppen wieder kippen können. Und da habe ich auch von Vertrauen gesprochen, er auch. Und er hat mir Sachen angeboten als Lösung, als Brücke, als Brückenbauen. Und ich habe ihm auch Sachen angeboten. Ich weiß nicht, ob PA Heinrichs damit einverstanden ist, dass wir das öffentlich machen. Ich halte das für nicht hilfreich, weil das war wirklich ein Zweiergespräch, wo wir auch rausgegangen sind und dann noch also keinen Konsens oder noch keine Lösung gefunden haben. Es ist sozusagen noch im Gespräch und ist noch einfach alles offen gerade. Ich habe da kein Problem mit. Ich habe da kein Problem mit, Florian. Gut. Und die andere Frage habe ich jetzt vergessen, wenn ich ehrlich bin. Würdest du bitte mal antworten? Das war die Frage vom Agent gewesen. Also hast du Admins anderer Gruppen einen Sitz im VV-Rat angeboten im Austausch dafür, dass du wieder in deren Gruppen rein darfst? Hat er. Ja, ich kann schon selber antworten. Also wollt ihr mich nun hören oder wollt ihr weiter Gerüchte verbreiten? Also. Ja, würdest du bitte mal antworten? Ja, gut. Also, ich habe dem PA angeboten, das als erster Schritt, damit ich wieder Vertrauen zu ihm bekommen kann, dass ich gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, ihn als Admin mit reinzunehmen in die Vollversammlung, weil das war sein Wunsch, das war eine Frage an mich, nimm mich bitte rein als Admin in die Vollversammlung, das habe ich dann verneint und ich habe gesagt, aber ich kann mir vorstellen, dass du reinkommst in den Rat und da können wir dann mal gucken, ob wir da wirklich konstruktiv zusammenarbeiten können, weil ich muss ganz ehrlich sagen, in der Vergangenheit habe ich PA Heinrichs als jemanden erlebt, der ganz schön gehetzt hat und ganz schön viele Unwahrheiten veröffentlicht hat und ich habe ihm angeboten, komm doch rein in den Rat und dann können wir da konstruktiv arbeiten, das wäre der erste Schritt, das ist richtig. Gut, dann, wo sind wir jetzt bei gewesen? Florian war da. Das war's eigentlich. Jetzt bin ich dran, ne? Ja, und dann ich. Ah, ne, oh, Entschuldigung, ich hab Paulette vergessen. Nein, Paulette, du bist zuerst dran. Bitte, Paulette. Ich habe auch noch Paulette, ganz kurz, die Frage von PA habe ich vergessen, dass er gesagt hat, Frühwald, Ewald, Querfront, Nazis. Soll ich das auch noch beantworten, PA? PA? Das ist eigentlich das Wichtigste. Genau das möchte ich jetzt von dir hören. Ja, wie gesagt, das ist für mich auch von der Konstellation schwierig. Ich gebe dir jetzt eine Antwort. Also, ich hab keine Nähe zu Elsässer. Ich habe auch keine Nähe zu Frühwald oder zu anderen Leuten, die am rechten Rand politisch agieren. Was mir wichtig ist, dass wir nicht anfangen, einzelne Leute auf Tabulisten zu setzen oder auf Zensurlisten zu setzen. Das ist mein Anliegen und das scheinen einige nicht verstanden zu haben. Mir geht es nicht darum, Elsässer zu hofieren. Mir geht es um Meinungsäußerung und Meinungsfreiheit. Und sicherlich hat Herr Elsässer einige Sachen gesagt, die sind total grenzwertig und total verrückt. Der hat aber auch andere Sachen gesagt und ich wehre mich einfach dagegen, in diesem Schubladendenken Einzelne auf, wie gesagt, schwarze Listen zu setzen, weil ich finde, das hilft niemandem, weil schwarze Listen ist einfach der Anfang von totalitärer Arbeit
Und das ist von vielen nicht wahrgenommen worden, dass ich in meinen Stellungnahmen immer gesagt habe, ich habe mit Querfronten nie was zu tun gehabt. Das ist ein Nazi-Begriff aus der Weimarer Republik oder von Neonazis, die jetzt heute damit irgendwie agieren wollen. Damit habe ich nie was am Hut gehabt. Und ja, ich habe das, klar habe ich Anluven als Admin mit reingenommen und nicht, wie du sagst, PA, dass der da Meinungen machen kann. Anluven ist da ein Admin, der hält sich an die Regeln in der Gruppe, der arbeitet gut. Ich vertraue ihm, ich kenne ihn persönlich und Anluven wird von vielen Leuten wirklich in total falsche Schubladen geschmissen und das ist ein sehr guter und ruhiger Admin. Also das nur mal zu deiner Frage. Ich habe mit dem Scheiß, mit dem braunen Dreck habe ich nichts zu tun. Ich will aber nicht auf das Niveau runtergehen, zu sagen, überall Nazis, Nazis raus, Nazis auf die Fresse. Da habe ich einfach eine differenziertere Meinung und denke, dass man sich mehr mit dem Elsässer beschäftigen sollte im Dialog, um dem auch mal die Sachen, die Zähne mal zu ziehen, wo er immer wieder irgendwie Stress machen will. Das ist meine Meinung. Ich bin dialogbereit. Ich habe meine eigenen Werte und ich bin nicht braun, sondern ich bin bereit, mit allen Leuten zu reden, weil ich glaube, nur miteinander reden kann Frieden in die Welt bringen und nicht Ausgrenzung und auch nicht Ausgrenzung von Nazis oder dann wo ist der Unterschied, Nazis auszugrenzen und andere auszugrenzen? Das ist Ausgrenzung. Die Welt ist voller Ausgrenzung. So. Kann ich direkt darauf antworten? Ich hatte einen Einwand. Sollst du, ja, bitte. PA. Ja, ich möchte nur sagen, Florian, ja, wenn du mit diesen geistigen Brandstiftern, ja, des absoluten Menschen, also geistigen Brandstiftern, die eigentlich menschenverachtende Ideologien den Leuten richtig heimlich, ne, am besten so, dass sie es noch nicht mal richtig merken, ja, in den Kopf reinschieben, ja. Wenn du das unterstützt, wenn du solchen Leuten eine Bühne bietest, ne, dann finde ich das absolut verachtenswert. Da musst du dich nicht wundern, dass ich dich bekämpfe. Verstehst du, weil ich nämlich genau weiß, ja, wo es hinführt, ne, wenn du solchen geistigen Brandstiftern eine Bühne bietest, verdammt nochmal. Du machst Werbung nämlich dann für solche Scheißfaschisten. Tut mir leid, Florian. Also hier ist was vorzulesen. Okay. Nee, hier ist was vorzulesen von den Leuten, die kein Mikro haben. Die genau, gehen jetzt, danke, die gehen jetzt mal vor. Mal bitte? Ich muss hochscrollen. Carlos bittet um Vorlesen an Florian. Was ist dann... Schreibt mal jetzt bitte nicht, weil ich muss scrollen. Also wir haben jetzt ein Problem. Also wir müssen jetzt erstmal kurz die, genau, wir wollen da die Reihenfolge einhalten und so weiter und so fort. Wir haben eine Menge Xe, ich habe das alles noch im Blick soweit. Paulette liest jetzt erstmal das vor, was geschrieben worden ist. So, und dann machen wir das hier weiter. Und wir haben eine Menge Einwände und Xe, obwohl ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich Einwände von Xe noch unterscheiden soll. Was ist denn der Unterschied? Genau, also Carla schreibt, es geht um die Inhalte, die verbreitet werden. Ob Florian das nicht rafft, bitte vorlesen, schreibt er. Es geht um die Inhalte. Und Kyra Daly schreibt, Anluven hat eklige Umgangsformen. Kabelbrand schreibt auch aus Grenzen von Nazis, Punkt, Punkt, Punkt. Und Gaston macht mit 3x den Einwurf, bitte vorlesen, inklusive Nationalismus in einer globalen Bewegung. Das, und dann schreibt Carlos in Cap-Lettern Querfront. So wie ich Carlos kenne und verstehe, meint er, dass genau diese Kommentare vorher, die ich oben gerade vorgelesen habe, genau das ist Querfront. Genau das ist es. Ja, Paulette, sind das Fragen? Moment, warte mal, stopp noch kurz. Nee, nicht. Er schreibt ja weiter noch. Er schreibt ja noch was da irgendwie, ne? Ah, Moment, ich muss scrollen, weil es immer weiter unten geschrieben wird. Ja, Demokratie braucht Zeit, das ist halt so. Also Carlos schreibt hier noch X, es geht um die Inhalte, die verbreitet werden. Raft, ja, FZR, ich finde das ein scheiß Name im Übrigen mal, Florian, auch an dich jetzt hier, hätte ich mir gewünscht, dass du jetzt irgendwie mal einen Namen gemacht hast, FZR kann ich nichts mit anfangen, aber gut, FZR oder Florian, rafft Florian das nicht. So. Also ich habe mal eine kurze technische Frage, wenn ihr Sachen vorlest, wo ich direkt angesprochen werde, darf ich dann kurz was dazu sagen? Oder ist das eine Frage oder ist das so ein bisschen auch wieder Gruppengebäsche? Ich verstehe das nicht. Wir haben auch noch Einwände zum vorigen Eintrag, ja? Wir haben noch Einwände.
Polly, einmal ganz kurz, um Gottes Willen, natürlich sollst du dafür sowas sagen, aber erstmal müssen wir das alles vorlesen. Und das versucht die Paulette gerade erst zu sortieren. Ich glaube, das waren jetzt die Sachen gewesen. So, ganz genau. Und jetzt gehen wir weiter in den X'en und die Paulette war dran gewesen, meine ich, mich zu erinnern, mit den X jetzt, mit den nächsten. Es sei denn, wir haben eine Menge Einwände, aber ich kann hier Einwände nicht mehr von X'en unterscheiden. Also Einwände waren eigentlich für mich immer gewesen kurze und sachliche Beiträge, wobei ein X wahrscheinlich etwas länger gehen darf. Also sonst müssen wir das machen. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich X behandeln soll. Paulette, bitte. Okay, ich lasse Bulli Taucher vor, kurz. Ja, also wir waren gerade eben bei dem Thema, dass du Anrufen, also Schottendicht, den hast du als Admin eingesetzt. Und dieser Mensch ist deiner Meinung nach dabei, sich in einer richtigen Art und Weise und ähnlich zu verhalten. Meine Veröffentlichung von Nachrichten von ihm, die an mich gerichtet worden sind, habe ich als klare Androhung gesehen und haben mich dann eben halt dazu gebracht, dass ich den ersten Schritt getan habe und mit einer Veröffentlichung begonnen habe. Weil auch deine Äußerungen, die du mir persönlich in der PN gegeben hast, waren für mich schon grenzwertig. Dass ich jetzt in einer Gruppe, dass ich überhaupt da sein darf, als Kritiker einen Bürgern brauche, wo ich mich dann natürlich zu benehmen habe, um nicht noch das Vertrauen von einem Bürger zu verlieren. Das ist für mich sowas von abstrus. Ich meine, jetzt bin ich so ein unwürdiger Mensch geworden, dass ich schon einen Bürger brauche, um in einer Gruppe drin zu sein. Ich meine, ich war noch nie so viel bei Facebook online, wie ich jetzt zurzeit bin. Aber es ist eine Sache, die mich sowas von aufreibt, weil ich einfach nicht verstehen kann, wie man so etwas dort fabrizieren kann. Das ist, ist ein kurzer Einwand. Also, ich bin nicht der Meinung, dass Anrufen ein guter Admin ist, weil er hängt mit Michael Haferkorn zusammen. Ich habe Michael Haferkorn auch erlebt und ich habe Anrufen erlebt. Das ist fast schon beides das Identische. Beides irgendwo auch ziemlich extreme. So, bevor die nächsten Einwürfe kommen, bin ich jetzt dran. Ad 1, Florian Raffel. Ich habe dich nirgendwo und zu keinem Zeitpunkt Nazi genannt. Lies die Sache richtig durch und dann reden wir darüber nochmal. Da möchte ich jetzt auch nicht mal hören, ja doch, hast du, nein, hast du nicht, habe ich nicht. Und Punkt. Mein Statement und meine Erklärung, die ich abgegeben habe im Internet, in Facebook, an die Gruppen, die mit der Überschrift Aufklärendes und Abklärendes war, weiß ich nicht, ob du die gelesen hast, weil ich weiß nicht, ob du mich zu dem Zeitpunkt noch geblockt hattest. Die steht online drin, die kann sich jeder durchlesen. Wenn du darüber Schritt für Schritt reden möchtest, können wir darüber Schritt für Schritt gerne reden. Überhaupt kein Problem. Ich werde dieses Statement nicht wiederholen, ich habe es schriftlich abgegeben. Alles klar? Und ich lasse mich überhaupt nicht auf scheinbare Versöhnungs- oder sonst irgendwas Gespräche mit Mediatoren und Tralala ein. Entschuldigung bitte, die Strategien funktionieren bei mir nicht mehr. Und zwar schon lange nicht mehr. Ich lasse mich auf diesen ganzen chauvinistischen Scheiß einfach nicht mehr ein. Verstehst du? Und das ist etwas, was euch auf die Füße fällt. Dir, Haferkorn, Anluben und noch einigen anderen. Weil dieses chauvinistische, machtmäßige Gemache, was ihr da macht, ja, und mit deiner Vollversammlung in Facebook, das war die absolute Krönung. Damit hast du dich ins Knie geschossen. Weil das ist nachweisbar. Nicht Occupy. Nachweisbar nicht. Und was an Luven, an Gulli schreibt, ist auch nachweisbar. Kein Geist von einer emanzipatorischen, freiheitlichen Global Change Bewegung. Und auch nicht die politischen Statements. Ja, dass Russland eine tolle Diktatur ist und die Putin-Verherrlichung überall. Und auch nicht, dass Chemtrails am Himmel irgendwo sind und das ist ganz wichtig. Das ist für Occupy shit egal, ob es Chemtrails gibt. Jeder kann das selber gerne persönlich und privat sich auf seine Fahne schreiben. Aber das hat mit dem Global Change nichts zu tun. Das sind Ideologien, ja, die sind bis zum Bolschewismus nicht zu akzeptieren. Definitiv nicht. Und Querfront ist genau das, mit denen zu kuscheln. Und es geht hier um eine politische Bewegung und nicht um eine Peace und wir tanzen um Weihnachtsbaumbewegung. Die hatten wir schon. Ja? Die hatten wir in den 70ern, da war Peace und Frieden und das war wichtig mit den Hippies. Das war eine ganz wichtige Bewegung. Aber das ist nicht Global Change. Das ist auch nicht Occupy Wall Street. Das ist völlig verkannt hier in Deutschland. Und darum geht's mir jetzt. Ja? Und das sind keine personellen Sachen, die ich hier aufmache, sondern das sind inhaltliche Sachen. Voll krank. Das sind, ja, du auch. Ganz genau, du auch. Du an erster Front. Du ganz genau an erster Front. Und genau das benenne ich. Und Punkt. Und darüber können wir gerne ganz in Ruhe diskutieren. Das können wir gerne machen. Ja. Und ich hab's in meiner Erklärung geschrieben. Ja. Und es ist Gewalt gewesen bei dem Meeting.
Ich habe nicht von dir von Gewalt gesprochen, dass du Gewalt mit mir oder irgendetwas, ich weiß nicht, ob du nicht lesen kannst. Bei dem ersten Vernetzungstreffen hier in Berlin ist Gewalt gewesen im Raum von Michael Haferkorn. Schreien und körperlich ausrasten, rumrennend ist Gewalt. Das nenne ich als Frau nicht Aggression, sondern Gewalt. Und das deswegen, weil ich anderthalb Stunden mir Reden von in dritter Person habe angehört und demagogische Reden noch zwischendurch, obwohl es um Vernetzung ging, um Russland, um Syrien, um sonst was, 9-11 schon wieder. Das ist Querfront, Alter. Das ist Querfront. Bis hin zu den wortwörtlichen Sachen, wenn man hier seine Fragen nicht äußern darf, ich habe mir schon ganz ernsthaft überlegt, ob ich nicht zu PDV gehe. Und das hat er ganz ernst gemacht. Und dann lubenschotendicht nickt das ab. Dann geht zu PDV, verdammte Scheiße. Occupy Wall Street hat sich schon lange von der Tea Party gelöst. Schon lange. Begreift es endlich. Und wer Nationalstaaten will und angeblich Bakunin wiegt, ist ein Verräter. Der spinnt rum und hat irgendwie den letzten Schuss nicht gehört. So, Florian, und mit denen kuschel ich nicht mehr. Es wird Zeit für Occupy, sich zu positionieren. Mein Lieber, und darum geht es mir. Und um nichts anderes. Und ich habe kein Problem. Hey, was labert denn die Schauspieler alle so voll? Kommen wir zum Punkt. Ja, Moment. Ich habe die ganze Zeit wieder nichts gesagt. Ja, die ganze Zeit. Und zwar jetzt über eine Stunde auch. Und jetzt rede ich so lange, wie ich will. Okay? Und das hören sich jetzt manche Leute auch an. Ich habe genauso beim Vernetzungstreffen neulich anderthalb Stunden nicht geredet. Raphael Kraft. Na? Damit das mal klar ist. Du hältst die Beine still. Du hast die Bühne, Paulette, bitte. Ja, schön. Absolut habe ich die jetzt. Die nehme ich mir, aber da kannst du Gift drauf nehmen. Lügen selbstverständlich. Verbreiten. Ja, Lügen verbreiten. Das ist das Einzige, was du bringen kannst an Luven. Das ist das Einzige, was du bringen kannst. Denk du mal drüber nach, was du für politische Statements gibst. Du hast mir unter meinen Augen wörtlich gesagt, lieber einen kräftigen Diktator als diese Scheißdiktatur von der Merkel und von der EU. An Luven, denk drüber nach, was du sagst so nebenbei. Dann halt wenigstens deine Schnauze und sei so klug. Solche Sachen merke ich mir, weißt du? Genau solche Sachen. Und ich will nicht, dass hier Vollversammlungen kommen. So, und es interessiert mich auch nicht, Florian, wenn du hier erzählst, ja, dir ist mal irgendwas rausgerutscht. Du hast Martin Deutsch, einer der wirklichen Non-Violent-Demokraten hier im Netz und den ich auch persönlich kenne. Den hast du, ne? Wie hast du ihn genannt? Du hast ihn Faschospacko genannt. Ein Mungo und ein Faschospacko. So. Das ist dir mal so rausgerutscht. Das kann mal gut sein. Mungo, Faschospacko. Das kann mal so sein, ne? Nee. Das rutscht mir komischerweise nicht raus. Ich habe alles gehört, aber was meine Person betrifft, waren das natürlich falsche Angaben. Ralf Sommer, halt die Schnauze. Halt die Klappe, Ralf Sommer. Ja, Dina vom Diskussionsforum. Okay, gut.